Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zur nächsten Set-Review. Heißt das nächste Set aus meiner Kollektion, das ich euch zeigen möchte. Wir haben Primal Clash abgeschlossen und schauen uns jetzt das nächste relativ kleine Set an. Wenn ich euch jetzt sage, dass das nur 35 Karten hat, dann glaubt ihr mir das wahrscheinlich nicht. Aber es ist so eine Art Mini-Edition gewesen, die danach rauskam, die man aber in Deutschland nicht kaufen konnte. Ich habe sie mir auch im Internet bestellen müssen und habe auch da gesagt, ich kaufe mir lieber die einzelnen Karten zusammen, als da sehr viel Geld für ganze Displays auszugeben, in der Angst, dass dann doch nicht alles drin ist. Und es gab nur so Blister-Packs, wo zwei Booster drin sind. Und das war also für mich keine Option. Deswegen habe ich einmal das Geld in die Hand genommen, habe gesagt, bitte stellt mir die Sammlung komplett zusammen. Da habe ich auch auf meine Freunde wieder zurückgreifen können von Lottie Cards, die mir da geholfen haben, dass ich an die Karten sehr günstig rankomme und vor allem alle auf einmal fast. Ein, zwei Karten habe ich, oder ich glaube insgesamt fünf Karten habe ich mir davor schon ertauscht. Zufällig, weil ich jemanden getroffen habe, der sie hat und nicht gebraucht hat. Aber ansonsten alles über die Kollegen. Schauen wir also direkt rein, was wir hier haben. Babbeln wir nicht lange rum. Es sind also Karten für Team Aqua und Team Magma. Also auch perfekt für die Geschichte, die zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat mit den Spielen auch. Omega Rubin und Alpha Saphir, da ging es ja auch um Groudon, um Kyogre, um die Primal Reversion, um diese Rückentwicklung und um Team Aqua und Team Magma. Also schauen wir direkt rein, was wir hier so sehen. Verschiedenste Team Aqua und Team Magma Pokémon natürlich und die Karten, die man am liebsten haben möchte. Team Aquas Kyogre EX als wertvollsten Karten aus dem Set haben wir hier beide natürlich. Auch das Team Magmas Groudon. Sehr, sehr tolle Karten. Es sind aber wirklich nicht viele. Wenn ich jetzt diese Seite umblätter, sind wir nämlich schon durch. Aber trotzdem, wir haben schöne Designs dabei, die wirken ein bisschen düsterer, teilweise ein bisschen aggressiver, einfach weil es hier auch um den Kampf der beiden Teams geht. Aber auch sehr schöne und sehr tolle Karten, die sich hier vertreten. Spezielle Grunts haben wir hier dabei. Wir haben hier das Team von Team Aqua und Team Magma auch noch. Speziell natürlich für diese Pokémon. Aber sehr, sehr toll. Sogar haben sie eine Spezialenergie beide bekommen mit einer doppelten Wasserenergie. Aber die muss man am Ende der Runde wieder ablegen. Und man kann sie auch nur an ein Team Aqua-Pokémon anlegen. Genauso wie hier mit der Team Magma-Karte. Sehr, sehr schön. Also kleines Set. Es hat wirklich auch ein paar Highlights. Die kann man unabhängig vom Deck auch spielen. Wie zum Beispiel die Secret Base. Die kann man in verschiedensten Decks mit einbauen. Ansonsten ist wirklich alles sehr an diese Pokémon gebunden. Und deswegen wird man da wahrscheinlich eher weniger davon sehen in aktuellen Decks. Aber mir ging es hauptsächlich um diese Karten. Um diese beiden speziell, weil sie wahnsinnig toll ausschauen. Also wenn sie nicht in meiner Sammlung wären, dann hätte ich sie in irgendeinem Hardcase oder so irgendwo ausstehen. Aber gut. Vorerst geht es um die Sammlung. Freunde, das war wirklich sehr, sehr kurz. Es war ein kleines Video, weil es eine kleine Sammlung ist mit 34 Karten. Ha, habe ich mich verzählt. 34 Karten sind es insgesamt und das war's auch schon. Wenn ihr davon auch die Sammlung angefangen habt und nicht wisst, was euch fehlt, hier seht ihr es. Ansonsten schaut bei meinen Freunden auch bei PlayOn rein. Da findet ihr die ganze Datenbank um alle Karten. Dieses Set nennt sich Double Crisis. Oder doppeltes Dilemma, schaut auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr Karten sucht, dann vergesst auch nicht, bei meinen Kollegen von Lottie Cards reinzuschauen. Da findet ihr alle möglichen Karten, unter anderem natürlich auch die aus diesem Set. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Fragen zu speziellen Karten habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir eine E-Mail. Ihr findet meine Kontaktdaten wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr neu dabei seid, könnt ihr hier unten links auf den kleinen roten Button drücken und meinen Kanal abonnieren, heißt, ihr verpasst auch die nächste Folge nicht. Dann schauen wir uns auch wieder ein vollständiges Set an mit mehr als 100 Karten, nicht nur knapp über 30, aber soweit, so gut. Freunde, sagt mir, welche Karte euch hier am besten gefällt und ich behaupte fast, dass es eine von denen hier sein wird. Aber schreibt es mir auch in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, ciao! Camera up und wir haben Trevenant, unser riesiges Wailord-Baby. Dann hier Primal Fish. Primal Groudon, Shapido, wahnsinnig toll. Also eine Sammlung.